Okay, sorry. Jetzt habe ich gesehen, wo mein Denkfehler war. Also, wir wissen, wenn wir im Vertragsmenü sind, wenn die Agenten sich also ihren Vertrag aussuchen können, dann wählen die H-Typen auch den H-Vertrag. Das bringt für den Prinzipal diesen Gewinn hier. Und das W2 wissen wir, das ist hier. Und das können wir dann also ersetzen, um auf diesen Ausdruck zu kommen. Und das können wir umformen, indem wir die 2 aufspalten in 1 plus 1. Also hier 1 und hier 1. Und dann sehen wir, dass hier quasi drin, dass hier das drinsteckt, was der Prinzipal auch als Gewinn hat, wenn alle den Vertrag L nehmen, nämlich 1 minus EL von 1. Das steckt hier. Und das, was hier rechts noch übrig bleibt, das müssen wir jetzt untersuchen. Da müssen wir jetzt versuchen herauszufinden, ob das größer oder gleich 0 oder kleiner 0 ist. Und ja, dann wissen wir, ob es für den Prinzipal besser wäre, alle in den Vertrag L zu stecken oder nicht. Dafür gehen wir wieder zurück zu den getroffenen Annahmen. Sie ändern sich hier und wir benutzen die Ungleichung ganz unten links, das hier. Sie ändern sich, das war das mit dem maximalen Netto-Output. Da können wir den mittleren Teil nach links schieben und umformen, um auf folgende Ungleichung zu kommen. Ja. Ich denke, Sie sehen das, ne? Wenn wir das hier nach links schieben, dann haben wir hier diese rechte Formel, diese Ungleichung. Das ist aber genau das, was wir untersuchen wollen. Nochmal. Wir haben jetzt gesehen, dieses 1 minus eh von 2 minus eh von 1 ist strikt größer 0. Und das ist aber genau das, was wir untersuchen wollen. Das steht hier unten. Ne? Das hier. Okay, wir wissen, das ist größer 0. Das heißt, wir wissen jetzt definitiv, dass der Gewinn für den Prinzipal aus dem Vertrag mit den H-Typen größer ist im Vertragsmenü, als wenn alle den L-Vertrag kriegen. Okay, das heißt, das Vertragsmenü ist insofern also besser als der Einheits-L-Vertrag für den Prinzipal. Das heißt, es ist nicht effizient, allen den L-Vertrag zu bieten. Und die dritte Frage wäre jetzt, ob es sich lohnen könnte, alle in den H-Vertrag zu stecken. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Sie können sich vorstellen, die Argumentation läuft analog. Hier waren die Optimalitätsbedingungen. Jetzt vergleichen wir wieder das Vertragsmenü mit dem Einheitsvertrag. Aber diesmal nennen wir den Einheitsvertrag H-Dach. Warum sehen wir jetzt? Denn wir müssen jetzt die individuelle Rationalitätsbedingung, die Partizipationsbedingung des H-Typ auch berücksichtigen. Das hier. Um zu wissen, ob er überhaupt mitmacht. Und zwar setzt der Prinzipal den Lohn genau bei der Grenze, bei der der H-Typ indifferent ist, so dass W2 genau EH von 2 entsprechen muss. Und das nennen wir jetzt W2 Dach. Okay? Das haben wir hier. Das heißt, hier haben wir ein gleich 0 stehen, dann können wir das rüberholen. Das heißt, W2 ist gleich EH von 2. Und das haben wir hier benutzt, um zu diesem Ausdruck zu kommen. Okay? Das bedeutet, genau, das ist der Gewinn des Prinzipals aus dem Einheitsvertrag H-Dach.
Und wir müssen uns jetzt fragen, ob es sich für den L-Typ überhaupt noch lohnt, mitzumachen, wenn dieser Einheitsvertrag angeboten wird. Ne? Denn wir wollen ja wissen, was ist der Gewinn in Bezug auf die L-Typen. Einmal, wenn wir das Vertragsmenü H und einmal den Einheitsvertrag H-Dach. Und wir haben eben festgestellt, das hier ist das, was Sie rauskriegen. Das hier ist das, was rauskommt, wenn wir den Einheitsvertrag anbieten. Und wir müssen uns jetzt noch fragen, ob sich das für den L-Typ überhaupt noch lohnt. Okay? Das können wir mal untersuchen. Der Nutzen des L-Typ-Agenten ist ja Lohn minus Anstrengung. Der Lohn ist EH von 2. Das haben wir ja hier festgelegt, ne? Denn nur dann macht der H-Typ auch mit. Die Anstrengung ist EL von 2, sodass wir dann für den L-Typ einen Netto-Nutzen von EH von 2 minus EL von 2 haben. Und Sie erinnern sich an die Annahmen, die wir getroffen haben. EL von Q, einer gegebenen Menge Q ist immer größer als EH von der gleichen Menge Q. Okay? Das heißt, dieser Ausdruck hier muss kleiner 0 sein. Okay? Das heißt wiederum, es wäre für den L-Typ-Agenten besser, gar nicht am Vertrag teilzunehmen, denn so hat er wenigstens einen Reservationslohn von 0. Okay? Das heißt, der Gewinn des Prinzipals in Bezug auf die L-Typen ist, wenn er den Einheitsvertrag anbietet, gerade 0. So, wir wissen schon mal, dass der Prinzipal sich bei den L-Typen schlechter stellt durch den Einheitsvertrag, denn im Vertragsmenü hätte er ja von den L-Typen hier diesen Gewinn 1 minus EL von 1, von dem wir wissen, dass es größer 0 ist. Okay? Wenn wir den Einheitsvertrag anbieten, wissen wir, der Prinzipal kriegt von den L-Typen insgesamt einen Gewinn von 0, weil die gar nicht mitmachen. Okay? Und das ist kleiner. So, was ist aber mit den H-Typen? Bei den H-Typen können wir sehen, dass der Prinzipal zusätzlichen Gewinn einfahren könnte. Denn Sie erinnern sich vielleicht, beim Vertragsmenü hatten wir ja noch diesen Term hier drin, der größer 0 ist. Und den haben wir im Einheitsvertrag jetzt nicht mehr. Okay, das heißt, der Einheitsvertrag in Bezug auf die H-Typen ist für den Prinzipal besser, weil er dort einen niedrigeren Lohn zahlt. Ist ja auch klar, denn Sie erinnern sich vielleicht, beim Vertragsmenü hatten wir festgestellt, dass die Partizipationsbedingung für den H-Typ nicht bindend ist, der Prinzipal also nie den ganz runterdrücken kann auf die Grenze. Unterm Strich ist also der Einheitsvertrag für den Prinzipal in Bezug auf die L-Typen schlechter, in Bezug auf die H-Typen besser. Und wir müssen jetzt rausfinden, was das unterm Strich bedeutet. Und die Antwort, klar, es hängt davon ab, wie groß der Anteil der L-Typen ist. Wir können jetzt also erstmal als Schlussfolgerung festhalten, dass es sich von dem Prinzipal lohnen würde, alle in den H-Vertrag zu stecken, wenn der Anteil der L-Typen sehr klein wäre. Okay? Das wäre so eine konditionale Antwort. So, bis jetzt haben wir gesehen, dass wenn wir einen sehr einfachen Fall unterstellen, dass dann Screening zu einer vernünftigen Lösung führen kann. Wobei einfach, der Fall war einfach, weil wir angenommen haben, dass Einsatz und Output unmittelbar miteinander zusammenhängen. Okay? Wenn sich der Agent anstrengt, dann kommt die hohe Produktionsmenge raus. Wenn der Agent sich nicht anstrengt, kommt die niedrige Menge raus. Okay, das ist quasi deterministisch. Wie könnte man das Modell noch komplizierter machen? Klar, wir haben das schon mal überlegt. Man könnte zum Beispiel annehmen, es gibt nur einen statistischen Zusammenhang zwischen Einsatz und Output. Das heißt,
wenn man sich anstrengt, dann wird es nur wahrscheinlicher, dass der hohe Output rauskommt. Außerdem könnte man ja noch Risikoaversion einführen. Sie erinnern sich, wir hatten hier die ganz simple lineare Nutzenfunktion angenommen. Das heißt Risikoneutralität. Und wie Sie sich vorstellen können, würden wir durch Risikoaversion noch zusätzliche Agenturkosten einführen. Okay, und das klassische Beispiel, und das ist hier in dem ursprünglichen Paper, in dem das quasi erfunden wurde, ging, ist Kündigungswahrscheinlichkeit von Arbeitnehmern. Das können Sie sich gern in diesem Artikel hier angucken. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Sie das von vorne bis hinten lesen und alle Gleichungen nachvollziehen, sondern dass Sie vielleicht mal den Abstract und die Einleitung lesen. Okay, einfach mal googeln, aus dem Uninetz müssten Sie an den Artikel drankommen. So, wir haben also festgestellt, Screening kann funktionieren. Und die Idee dahinter ist, dass der Prinzipal vom Agenten verlangt, dass der Prinzipal vom Agenten verlangt, dass er einen Vorteil aufgibt, ne, den der gute Agent bereit ist aufzugeben, der schlechte aber nicht, weil der gute durch seine Selbstoffenbarung mehr Vorteile bekommt, der schlechte durch die Behauptung, gut zu sein, aber nicht. Okay? Ist ein komplizierter Ausdruck, heißt nur, für den guten Agent, für den H-Typ lohnt es sich zu sagen, er ist der H-Typ, und für den L-Typ lohnt es sich zu sagen, er ist der L-Typ. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das geht nicht immer, denn sonst wäre Screening ja die Universallösung oder die Standardlösung. Wenn ich zum Beispiel wissen will, ob sich jemand relativ schnell in ein neues Themengebiet einarbeiten kann, kann ich das nur schwer durch ein Vertragsmenü rausfinden. Und eine Möglichkeit könnte hier sein, dass die Agenten selber Initiative ergreifen und ein bestimmtes Signal senden können, zum Beispiel wie Sie über ein Hochschulstudium. Das klassische Paper dazu, das für den Herrn Spence auch einen Nobelpreis bedeutet hat, ist das folgende, auch aus dem gleichen Journal. Können Sie auch mal reinlesen, zumindest mal den Abstract und vielleicht die Conclusion. Und wir schauen uns hier eine ganz vereinfachte Version des Modells an. Die Annahmen sehen so aus. Wir haben wieder zwei Typen, einen H- und einen L-Typ von Agent. Und die Produktivität in qualifizierter Arbeit ist beim H-Typ größer als beim L-Typ. Okay? Und wenn man die beiden aber in nicht qualifizierter Arbeit einsetzt, haben sie beide die gleiche Produktivität, nämlich Q0. Okay? Die Kosten eines Studiums sind beim H-Typ geringer als beim L-Typ. Das kann man erklären mit Intelligenz oder einfach nur sozialen Hintergrund. Wir nehmen einfach mal an, für den H-Typ ist es einfacher, mit weniger Aufwand verbunden zu studieren als für den L-Typ. Okay? Und damit das Argument wirklich extrem ausgereizt wird, nehmen wir an, dass ein Studium keinerlei Wirkung auf die Produktivität hat. Okay? Produktivität wird nur dadurch bestimmt, was für ein Typ von Agent man ist. Und damit treiben wir lediglich die Beobachtung ins Extreme, dass das, was Sie im Studium lernen, nicht wirklich direkt relevant für Ihren späteren Job ist. Okay? Wichtig in diesem Modell hier ist, was Sie mit Ihrem Studium signalisieren. So, wir unterscheiden zwei Verhaltensmengen. Der Arbeitnehmer kann sich entscheiden, ob er studiert oder nicht studiert. Und der Arbeitgeber kann entweder auf qualifizierte Arbeit einstellen oder auf einfache Arbeit einstellen. Das Ganze können wir uns spieltheoretisch anschauen. Auf der ersten Stufe ist Natur dran. Die Natur entscheidet, ob der Arbeitnehmer vom H-Typ oder vom L-Typ ist. Und wir nehmen an, dass es über Wahrscheinlichkeiten geht. Mit der Wahrscheinlichkeit Lambda ist der Arbeitnehmer ein H-Typ,
Mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda ist der Arbeitnehmer ein L-Typ. Auf der nächsten Stufe kann der Arbeitnehmer sich entscheiden, ob er studiert oder nicht. S, KS, Studium, kein Studium. Und auf der nächsten Stufe kann der Arbeitgeber entscheiden, ob er den Arbeitnehmer auf qualifizierte Arbeit einsetzt, qualifizierte Arbeit oder auf einfache Arbeit einsetzt. Okay? Und das Wichtige, der Arbeitgeber weiß nicht, was die Natur auf der ersten Stufe gemacht hat. Er weiß also nicht, ob er es mit einem H-Typ-Agent oder mit einem L-Typ-Agent zu tun hat. Und das ist nichts anderes als Informationsasymmetrie über die Eigenschaft des Vertragspartners. Konkret hier im Spiel heißt das, dass der Arbeitgeber nicht auf der Stirn des Arbeitnehmers sehen kann, ob er H oder L ist. Und das ist hier durch diese gestrichelten Linien gekennzeichnet. Wie Sie sich erinnern, steht das für geteilte Informationsmengen bei den Entscheidungsknoten, die durch gestrichelte Linien verbunden sind. Weiß der Arbeitgeber also nicht, ob an welcher Stelle im Spielbaum er sich befindet. Er weiß nicht, ob er links oder rechts ist. Okay? Das soll einfach nur zeigen, er weiß nicht, mit welchem Typ Agent er es zu tun hat. Er sieht nur, ob der Arbeitnehmer studiert hat oder nicht. Okay? Wie sehen dann die Auszahlungen aus? Wenn die Natur zum Beispiel einen H-Typ hervorgebracht hat, dieser H-Typ studiert hat, und der Arbeitgeber ihn auf qualifizierte Arbeit eingestellt hat, dann sind wir ganz links und haben folgende Auszahlungen. Die obere ist für den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer erhält als Auszahlung seinen Lohn, WH, abzüglich der Kosten für sein Studium, CH. Okay? Natürlich implizit alles abgezinst auf heute, also als Gegenwartswert, damit wir uns keine Gedanken über die Zeit machen müssen. Und der Arbeitgeber, das ist die untere Auszahlung, der erhält das, was der Arbeitnehmer in qualifizierter Arbeit produziert, also QH, abzüglich der Lohnkosten WH, also QH minus WH. Dementsprechend sehen die weiteren Auszahlungen aus. Wenn der Arbeitgeber dann den studierten H-Typ-Agenten auf einfache Arbeit einstellt, dann heißt das ja, dass der H-Typ-Agent den niedrigen Lohn kriegt und trotzdem die hohen Kosten des Studiums hatte. Und der Arbeitgeber muss dann nur den niedrigen Lohn, hat dann auch nur die niedrige Produktivität, den niedrigen Output und zahlt aber auch nur den niedrigen Lohn. Okay? Wenn der H-Typ-Arbeitnehmer nicht studiert und aber trotzdem auf qualifizierte Arbeit gesetzt wird, dann freut sich der Arbeitnehmer, denn er hat den hohen Lohn ohne die Kosten des Studiums. Und der Arbeitgeber muss weiterhin den hohen Lohn zahlen und kriegt dafür auch die hohe Produktivität. Und wenn der Arbeitgeber den produktiven Arbeitnehmer, der nicht studiert hat, auf einfache Arbeit einstellt, hat der Arbeitnehmer den niedrigen Lohn, wieder ohne Kosten des Studiums. Und der Arbeitnehmer hat Q0 als Output und den niedrigen Lohn. Und dementsprechend sehen die weiteren Auszahlungen hier aus. Können Sie selber nachvollziehen. Vielleicht jetzt kurz anhalten und für jedes Mal durchchecken, ob Sie nachvollziehen können, wie die Auszahlungen zustande kommen. So, und um das Spiel zu lösen, brauchen wir jetzt noch ein paar zusätzliche Annahmen oder müssen wir uns noch ein bisschen was zu den Auszahlungen überlegen. Zunächst aber mal ein paar Überlegungen zu den Verhaltensmengen und den Strategiemengen. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Die Verhaltensmengen hatten wir schon vorher definiert. Die Strategiemengen können aber größer sein. Zumindest für den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer, für den ist die Strategiemenge das Gleiche wie die Verhaltensmenge. Er kann nur entweder studieren oder nicht studieren. Aber der Arbeitgeber, der hat mehr Strategien, als nur in seiner Verhaltensmenge drin sind. Okay? Denn der Arbeitgeber kann ja sein Verhalten vom beobachteten Signal abhängig machen. Er könnte zum Beispiel sagen,
er stellt den Arbeitnehmer immer in qualifizierte Arbeit ein. Das wäre diese Strategie. Er könnte auch sagen, er stellt den Arbeitnehmer immer in einfache Arbeit ein. Das wäre diese Strategie. Er könnte sagen, er stellt den studierten Arbeitnehmer in qualifizierte Arbeit ein und den nicht studierten in einfache Arbeit. Das wäre diese Strategie. Und er könnte auch ganz unsinnig, kontraintuitiv sagen, er stellt immer den Studierten in einfache Arbeit ein und den nicht studierten in qualifizierte. Okay? Diese letzte Strategie, die unsinnige, die lassen wir mal außen vor, weil die können uns schon denken, dass die nicht effizient sein kann. Und wir merken uns einfach mal, die Strategiemenge ist im Zweifel immer größer als die Verhaltensmenge. Und diese Vorüberlegung brauchen wir einfach nur gleich, wenn wir das Nash-Gleichgewicht suchen. Zurück zum Spiel. Wir nehmen an, das Studium lohnt sich für den L-Typ nicht. Das heißt, die Kosten des Studiums CL sind größer als die durch das Studium erzielte Lohnsteigerung, also WH-WL. Umgekehrt lohnt sich für den H-Typ das Studium. Das heißt, CH ist kleiner als das, was er durch das Studium zusätzlich an Lohn erzielen kann. Und auf der Seite des Prinzipals ist der Gewinn dann am höchsten, wenn er den H-Typ in qualifizierte Arbeit einsetzen kann und den entsprechenden Lohn zahlt. Und dieser Gewinn ist höher, als wenn er den Agent in einfache Arbeit einsetzt und den entsprechenden Lohn zahlt. Und das wiederum größer, als wenn der Prinzipal den hohen Lohn zahlt und dafür aber nur den niedrigen Output erhält. Macht Sinn. Wozu diese ganzen Annahmen? Dafür die ganzen Annahmen. Damit das Ganze übersichtlicher wird, nehmen wir für die ganzen Variablen jetzt Zahlen an, die diese Ungleichung hier unten erfüllen. Okay, und diese Zahlen stehen hier. Sie können jetzt kurz anhalten, wenn Sie möchten, und überprüfen, ob diese Ungleichungen da unten erfüllt sind durch die Zahlen. Sollte eigentlich der Fall sein. So. Das sieht dann jetzt so aus. Das sieht schon viel lösbarer aus. Jetzt können wir auf die Suche nach den Nash-Gleichgewichten gehen. Vorab kann ich Ihnen schon verraten, es wird zwei Nash-Gleichgewichte geben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das erste Nash-Gleichgewicht ist das sogenannte separierende Gleichgewicht. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass H-Typ-Agenten studieren, L-Typ-Agenten nicht studieren. Der Arbeitnehmer stellt studierte Agenten auf qualifizierte Stellen ein und nicht studierte Agenten auf einfache Stellen. Und Sie verstehen jetzt vielleicht schon, also das hier ist die Beschreibung, das Nash-Gleichgewicht, und Sie verstehen vielleicht jetzt schon, warum wir es ein separierendes Gleichgewicht nennen. Es separiert die verschiedenen Typen von Agenten auf die jeweils effizienten Einsatzmöglichkeiten. So, ich habe Ihnen jetzt nur verraten, dass das Nash-Gleichgewicht ist. Jetzt müssen wir noch verifizieren, dass es wirklich das Nash-Gleichgewicht ist. Wir müssen also vergleichen, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Auszahlung erhalten. Einmal, wenn sie sich ans Nash-Gleichgewicht halten und einmal, wenn sie unilateral vom Nash-Gleichgewicht abweichen. Ne, denn so hatten wir das Nash-Gleichgewicht definiert. Die Auszahlungen im Nash-Gleichgewicht sind wie folgt. Der Arbeitnehmer vom H-Typ hat einen Gewinn von 4. Wie sehen wir das? Naja, das hier ist die Beschreibung des Nash-Gleichgewichts. Das heißt, im Nash-Gleichgewicht wird der H-Typ Arbeitnehmer studieren und auf qualifizierte Arbeit eingesetzt. Das heißt, der Arbeitnehmer hat eine Auszahlung von 4. Das ist das hier. Der L-Typ-Agent hat eine Auszahlung von 3. Woran sehen wir das? Naja, wir wissen im Nash-Gleichgewicht, der L-Typ-Agent wird nicht studieren und wird auf einfache Arbeit eingesetzt, macht eine Auszahlung von 3. Und der Arbeitgeber hat also im Erwartungswert einen Gewinn dieser Form. Er bildet also einen Erwartungswert
über diese beiden Werte, diesen und diesen, mit Wahrscheinlichkeit Lambda, hat er einen Gewinn von 4, mit Wahrscheinlichkeit von 1 minus Lambda hat er einen Gewinn von 2. Das ist das, was hier steht. Das sind die Auszahlungen im Nash-Gleichgewicht. Jetzt müssen wir uns anschauen, was die Spieler kriegen, wenn sie von der Gleichgewichtsstrategie abweichen, und zwar unilateral. Wie sieht denn eine unilaterale Abweichung des Hardchip-Agenten aus? Naja, was für eine Wahl hat der Arbeitnehmer? Er kann entweder studieren oder nicht studieren. Okay? Im Nash-Gleichgewicht studiert der Hardchip-Agent, das heißt, eine Abweichung würde so aussehen, dass er nicht studiert. Wenn der Hardchip nicht studiert, wird er auf einfache Arbeit eingestellt. Mal kurz radieren, dass wir besser sehen können. So, wenn der Hardchip-Agent nicht studiert, dann wissen wir ja, okay, wenn sonst alles gleich bleibt, heißt das ja, der Arbeitgeber wird ihn auf einfache Arbeit einstellen. Das heißt, der Hardchip-Agent hat dann eine Auszahlung von 3. Okay? 3 ist nicht besser als 4. Das heißt, eine unilaterale Abweichung für den Hardchip-Agenten lohnt sich nicht. Also für ihn gibt es keinen Anreiz abzuweichen. Okay, checken wir mal den L-Typ-Agenten. Eine Abweichung des L-Typ-Agenten würde ja bedeuten, dass er studiert, weil er im Nash-Gleichgewicht nicht studiert. Das heißt, der L-Typ-Agent würde jetzt also studieren. Das heißt, der Arbeitgeber würde ihn auf eine qualifizierte Stelle setzen und der L-Typ-Agent hätte eine Auszahlung von 2. Im Nash-Gleichgewicht hatte er aber 3. Das heißt, für den L-Typ-Agent lohnt sich die Abweichung vom Nash-Gleichgewicht nicht. Jetzt müssen wir noch überprüfen, was für den Arbeitgeber gilt, ob es sich für ihn lohnt, abzuweichen. Das ist jetzt nicht ganz so leicht. Warum? Weil der Arbeitgeber kann auf verschiedene Weisen vom Nash-Gleichgewicht abweisen und wir müssen jede dieser Abweichungen überprüfen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Arbeitgeber die Agenten immer auf qualifizierte Arbeit einstellt. Okay? Was hat er dann für einen erwarteten Gewinn? Mit Wahrscheinlichkeit Lambda hat er einen Output von 4 vom Hardchip-Agenten. Mit der Gegenwahrscheinlichkeit hat er vom L-Chip-Agenten auf qualifizierte Arbeit den niedrigen Output von 1. Und wenn wir das mit dem erwarteten Gewinn im Nash-Gleichgewicht vergleichen, erkennen wir ganz leicht, dass sich diese Abweichung nicht lohnt. Ne? Also 4 mal Lambda ist das gleiche, aber 2 mal 1 minus Lambda ist mehr als 1 mal 1 minus Lambda. Okay? Das heißt, diese Art von Abweichung lohnt sich nicht für den Arbeitgeber. Eine andere Möglichkeit für den Arbeitgeber abzuweichen wäre, die Agenten immer auf einfache Arbeit einzustellen. Dann hat der Arbeitgeber im Erwartungswert einen Gewinn von 2. Er hat dann 2 mal Lambda plus 2 mal 1 minus Lambda und das ist nichts anderes als 2. Das heißt, ist das jetzt mehr oder weniger als das im Nash-Gleichgewicht? Es ist weniger. Ne? Denn im Nash-Gleichgewicht hat er ja entweder 4 oder 2. Also manchmal hat er 4 und manchmal 2. Und das ist eindeutig mehr als immer nur 2. Okay? Das heißt, auch diese Abweichung des Arbeitgebers vom Nash-Gleichgewicht lohnt sich nicht. Damit haben wir das erste Nash-Gleichgewicht, das Separierende quasi bestätigt. Nochmal überprüft, dass es wirklich ein Nash-Gleichgewicht ist. Und jetzt gibt es aber noch ein zweites Nash-Gleichgewicht, das sogenannte Pooling-Gleichgewicht. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das dadurch gekennzeichnet, dass alle Agenten nicht studieren. Okay? Deswegen heißt es Pooling. Okay? Es separiert jetzt nicht mehr. Der H-Typ-Agent studiert nicht und der L-Typ-Agent studiert nicht. Und alle werden auf einfache Arbeit eingesetzt. Das ist ein Nash-Gleichgewicht. Und auch hier können wir zeigen, dass es keinen Anreiz gibt, unilateral abzuweichen, dass es also ein Nash-Gleichgewicht ist.
Allerdings gilt das nur eingeschränkt, denn nur wenn Lambda kleiner als ein Drittel ist, wenn der Anteil von H-Typ-Agenten also eher klein ist. Ja, jetzt können wir wieder für den H-Typ-Agenten überprüfen, ob sich eine Abweichung lohnt. Im Nash-Gleichgewicht wird der H-Typ nicht studieren. Und auf einfache Arbeit eingestellt. Eine Abweichung wäre, dass er studiert. Das heißt, also die Payoffs müssen wir noch erst noch bestimmen im Nash-Gleichgewicht. Also der H-Typ wird nicht studieren im Nash-Gleichgewicht und auf einfache Arbeit eingestellt. Okay, das heißt, der H-Typ hat einen Payoff von 3. Das ist das hier. Der L-Typ wird auch nicht studieren und wird auch auf einfache Arbeit eingestellt, macht für ihn einen Payoff von 3. Steht hier oben. Und der Arbeitgeber hat entweder 2 oder 2 als Gewinn, macht im Erwartungswert 2. Okay, das ist das Nash-Gleichgewicht. Jetzt können wir uns die Abweichung vom Nash-Gleichgewicht anschauen. Wenn der H-Typ also studiert. Der H-Typ wird also studieren, aber weil der Arbeitgeber immer noch die Gleichgewichtsstrategie spielt, wird der H-Typ jetzt auf einfache Arbeit eingestellt und hat einen Payoff von 1. Und das ist auf jeden Fall schlechter als 3. Okay, für den H-Typ lohnt es sich also nicht abzuweichen. Der L-Typ, was ist, wenn der L-Typ studiert? Dann wird der L-Typ immer noch auf einfache Arbeit eingestellt, hat einen Payoff von minus 1 und das ist deutlich schlechter als 3. Also für den L-Typ lohnt es sich auch nicht abzuweichen. Wie sieht es für den Arbeitgeber aus? Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, er stellt alle auf qualifizierte Arbeit ein, dann dann heißt das ja, die H-Typen werden immer noch nicht studieren, aber auf qualifizierte Arbeit eingestellt. Die L-Typen werden ja auch immer noch nicht studieren und werden aber auf qualifizierte Arbeit eingestellt. Das heißt, der Arbeitgeber hat einmal ein Payoff von 4, nämlich mit Wahrscheinlichkeit Lambda, das ist hier, und hat einmal ein Payoff von 1, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda, das ist hier. Und das können wir ganz leicht ausrechnen, ist schlechter als 2, wenn Lambda kleiner als ein Drittel ist. Okay? Daher kommt diese Bedingung ein Drittel. Das heißt, die Abweichung lohnt sich nur dann nicht, wenn Lambda kleiner als ein Drittel ist. Okay? Was ist, wenn Lambda größer als ein Drittel ist? Wenn es also ziemlich viele H-Typ-Agenten gibt, dann gibt es immer noch ein Pooling-Gleichgewicht, aber das ist dann dadurch gekennzeichnet, dass alle nicht studieren, aber auf qualifizierte Arbeit eingestellt werden. Okay? Das gehe ich nicht ausführlich durch. Das müssten Sie eigentlich analog selber lösen können. Versuchen Sie einfach mal selber zu zeigen, dass das hier auch ein Pooling-Gleichgewicht ist, ein Nash-Gleichgewicht, dass es also keine Anreize gibt, unilateral abzuweichen. Wenn Sie Fragen dazu haben, einfach im Diskussionsforum stellen. Wir haben jetzt also gesehen, dass es in diesem Modell zwei verschiedene Gleichgewichte geben kann. Ein separierendes und ein Pooling-Gleichgewicht. Das heißt, Signaling kann das Informationsproblem des Prinzipals lösen, nämlich wenn er im richtigen Gleichgewicht landet, dem Separierenden. Ja, das Separierende ist das, was wir eigentlich haben wollen. Was heißt das rechtlich? Naja, die Lohnhöhe muss nicht unbedingt an der Qualifikation für den spezifischen Job anknüpfen. Es ist also sinnvoll,
Leute, die ein teures Signal gesendet haben, auch dann höher zu entlohnen, wenn diese Qualifikation nicht direkt mit dem Job zu tun hat. Das wäre dann also zum Beispiel der studierte Biologe, der von der Unternehmensberatung eingestellt wird und dort auch einen höheren Lohn erhält als jemand, der nicht studiert hat. Noch eine andere wichtige Anwendung wäre, wenn wir zum Beispiel den Arbeitsmarkt für Männer und Frauen geteilt betrachten, nehmen wir mal an, Männer sind aus historischen Gründen in einem separierenden Gleichgewicht gelandet, das heißt, die Männer promovieren, um zu signalisieren, dass sie schlau sind, oder die schlauen Männer promovieren, um zu signalisieren, dass sie schlau sind, und die nicht schlauen Männer promovieren nicht, weil es sich für sie nicht lohnt, das zu signalisieren. Die Frauen, nehmen wir mal an, sind aus historischen Gründen im Pooling-Gleichgewicht gelandet und sie promovieren nicht, können also ihre Schlauheit nicht durch die Promotion signalisieren, denn sie werden, egal was sie machen, auf die einfache Arbeit eingestellt. Es gibt in dieser Art von Gleichgewicht, in diesem Pooling-Gleichgewicht, dann für Frauen also keinen Anreiz zu promovieren. Denn, wie Sie sich erinnern, im Pooling-Gleichgewicht werden alle auf die einfache Arbeit eingestellt. Und wenn wir in so einer Situation sind, gibt es für die Agenten keine Anreize, unilateral etwas zu ändern. Denn das ist ja die Definition des Gleichgewichts. Wenn es also keinen Anreiz für die Agenten gibt, sich aus diesem Pooling-Gleichgewicht rauszubegeben, kann es sinnvoll sein, sie aus dem Gleichgewicht zu zwingen, zum Beispiel mit einer Frauenquote. Wir hätten hier also eine ökonomische Rechtfertigung für eine Frauenquote oder allgemein für andere Quoten. Also genauso könnte man argumentieren für alle anderen benachteiligten Gruppen. Ganz wichtiger Punkt. Und damit sind wir schon am Ende. Was haben wir heute behandelt? Das Thema Hidden Information. Also wir haben uns angeschaut, wie der Prinzipal Anreize setzen kann in Verträgen, um an Informationen zu kommen bezüglich der Qualitäten der Agenten. Und wir haben uns hier insbesondere zwei verschiedene Lösungsansätze angeschaut, Screening und Signaling. Also Screening war Vertragsmenüs anbieten und die unterschiedlichen Verträge so zu gestalten, dass die verschiedenen Agenten sich reinsortieren, richtig reinsortieren. Und Signaling war, dass die Agenten versuchen, ein Signal zu geben. Und da haben wir uns angeschaut, was für Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man da zu einem separierenden Gleichgewicht kommt. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke.